Oh Gott, hey, da ist einer. Aber jetzt ist man zu sehen. Jetzt hat er mich geschnitten. Oh Gott. Nein, ich bin Idiot! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel bei uns hier auf dem Channel von EPVP. Und zwar Hide and Seek. Wir wählen direkt mal einen Block aus. In dem Fall würde ich einfach mal sagen Bookshelf. Dabei ist der... Ja klar, ich auch. Dabei ist der Revan und der Shavak. Seid ihr beide auch Hider? Ja, also ich auf jeden Fall. Ja. Okay, gut. Auf jeden Fall Ziel ist es hier ein... sich zu verstecken. Und da ich eben ein Bücherregal bin, ist das eigentlich gar nicht so schwierig. Außer jemand pflanzt sich natürlich daneben hin, wie dieser Herr hier. Stehst du gerade neben mir? Rivan? Nee. Okay. Ich stehe bei ganz vielen Büchern. Und nach einer gewissen Zeit kriegt man auf jeden Fall hier auch ein Schwert, um sich eben zu verteidigen, was ihr auch hoffentlich gleich sehen werdet. Ich hab den Platz gefunden, wo ich mich schon mal versteckt habe. Das ist genau dasselbe. Hier bleibe ich. Ich muss auf jeden Fall mal das Texture Pack umändern. Das Glas sieht hier relativ interessant aus. Das ist nämlich gar kein Glas, das sind irgendwelche Stängel. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ja, ich habe nicht mal ein Texture Pack. Ich habe schon jahrelang kein Minecraft mehr gespielt. Was hast du eigentlich für einen Block gewählt, Shavak? Crafting Table. Auch keine schlechte Wahl. Ja, gibt's relativ wenig, aber gerade wenn einer hier zum Beispiel ein einzelner Crafting Table rumsteht und man setzt sich einfach daneben, dann fällt es zum Beispiel einfach gar nicht auf. Also außer, schon drauf, haben wir vorbeigerannt. Außerdem, man kennt natürlich die Map relativ gut. Ja, ich hoffe jetzt einfach mal, dass hier wie damals einfach nur alle vorbeirennen und aufhauen. Oh, da. Zum Beispiel, nach einer gewissen Zeit kriegt man ein Schwert, wie man hier zum Beispiel hat, und das ist ein Knockback 1 Schwert. Normalerweise, ja. Boah, sieht das Schwert hier scheiße aus, mit dem Texture Pack. Ich brauche unbedingt ein anderes. Seltsamerweise kommt hier aber auch gar keiner bei mir. Bei mir jetzt gerade auch nicht. Du, es gibt jetzt auch nur 3 Seekers. Ich hab die jetzt alle AFK. Nee, die müssen ja erstmal gucken. Die spawnen ja auch irgendwo. Die müssen ja auf die Blöcke draufhauen, damit die sichtbar werden. Kann die Wolken nerven mich auch extrem. Ja, die könnte ich eigentlich mal ausstellen mit einem Shader, aber irgendwie... Weil es gibt Leute, die habe ich auch schon gesehen, hier, die hauen einfach auf jeden Block drauf und naja. Ah, mein Wooden Sword ist bald kaputt, ich hau die ganze Zeit Gläser kaputt. Kann man hier eigentlich auch Blöcke abbauen? Nee, diese kann man jetzt zwar zerstören, aber die werden dann ja gleich wieder respawned. So. Ja gut, weil es wäre halt eigentlich gar nicht mal so schlecht hier. Ah, und ich abbauen. Oh, da kommt einer. Oh. Der haut drauf. Oh. Also, rennt der Shavaka rum. Ja. Ja, wie gesagt, wenn man stirbt hier, dann wird man automatisch ein Seeker, also ein Sucher. Und ja, Shavak ist auch gerade gestorben, das bedeutet, er ist das auch ein Seeker. Aber du wirst uns natürlich nicht finden, das ist ja für dich klar. Ganz bestimmt nicht. Aber wie gesagt, ich spiel's auch zum ersten Mal jetzt. Oh, ein laufendes Crafting Table. Ja, da läuft er, Diese Wolken sind schon ein bisschen nervig, kann ich die wirklich nicht aufstellen per Shader? Da. Jetzt müsste eigentlich gehen. Ja, ich hab die ausgestellt, sind sie immer noch da. Glückwunsch. Cloud Shadow war das. Puh. Nicht, dass ich irgendwas sehen würde hier. Ah, ganz da hinten sehe ich Shavako. Ah, da. Ganz normal, in der ganz normalen Ansicht. Clouds. Was ist denn aus? Gott sei Dank. Da unten liegt eine Blume. Findet ihr echt gar keinen Sauer, der richtig lange bei euch, bis ihr da irgendjemanden gefunden habt? Wir haben gleich gewonnen. Ja, wir rennen gerade zu zweit, einen Block hinterher.
Ihr habt es ja drauf. Es gibt auch 12 Leute, die sich hier verstecken. Was? Die 11. Und hier sind wirklich 3 Stück in der Nähe bei mir. Hier müsste einer sein. Oh, da kommt einer. Aber der rennt gleich wieder weg. Hier rechts neben mir ist einer und hier vorne links müsste auch einer stehen eigentlich. Und da hinten in dem anderen Raum eigentlich auch noch. Vor allem, ich spiele es jetzt zum zweiten Mal, sitzt auf genau demselben Fleck. Auch als Bücherregal. Ja, vor allem die Map ist die gleiche, einfach nur wie letztes Mal. Ist auch relativ einfach, sich hier zu verstecken. Eigentlich gibt es ja auch relativ viele Möglichkeiten. Aber es gibt auch relativ wenige Möglichkeiten bei anderen Maps dafür. Hier sind es ja relativ viele und in anderen hat man so 2-3 Punkte, bei denen man sich verstecken könnte. Ich denke mal, deswegen ist die Map auch so beliebt, dass man halt so viele Möglichkeiten hat, sich hier zu verstecken. Womöglich, ja. Ah, da kommt wieder einer. Oh. Ah, der geht weiter. Er checkt das doch gar nicht, guck ihn da an. Und es ist vorbei. Und gewonnen. So, nächste Runde. Und oh. Ja, seid ihr auch alle Heide? Ja, ich bin Heider, ja. Was will ich denn aus? Ich hab was Gutes aus. Was bist du dieses Mal? Ich bin auch in der Lobby, war doch halt 14 oder nicht? Ich glaube, jetzt ist es zu spät für dich. Ja, jetzt ist es zu spät. Ja, ich hab nur gelaggt, ich bin jetzt auch drin. Oh, ich bin Heuballen. Ich auch. Und ich sehe hier direkt ein paar Heuballen, also stelle ich mich drauf. Ich irgendwie nicht. Ah, doch, da. Ja, Stimme ist, die sind. Obwohl, das geht sogar, glaube ich. Bist du das hier? Okay. Seht ihr ja nicht, weil ich im Block hier seid? Ich hab noch mal einen ganz normalen Skin. Bist du ein Amboss? Also, hier rennt gerade so ein Amboss. Achso, nee, ich bin Heuballen. Oh, hat angefangen. Da rennt noch ein Crafting Cale rum. Schon wieder. Ah, da bist du doch neben mir, oder nicht? Links neben mir? Wahrscheinlich nicht, weil hier ist auch gerade so ein Crafting Table rumgerannt. Also, von mir ging das Crafting Table weg, so gesehen. Die andere Ach so, Richtung. Nee, ist zu mir hingelaufen. Ja, gut aus, kann sein, du sitzt dort hinten. Also. Ich glaube, das ist ja der Punkt, wo ich gerade eben stehe, ist ein bisschen obvious. Ja, gut, aber rechts von mir sind Schafe, so ein schwarz und weiß. Oder rennt gerade einer. Siehst du den auch? Ich hab gerade einen langlaufen sehen, ja. Oh, der haut gerade auf alles drauf. Da rennt weiter. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Der hat mich genau angeguckt und ich dachte, wenn er jetzt zuhaut, hat er mich. hat mich gehauen. Einfach wegrennen, einfach weg. Ah, da rennst du her. So gut. Er hat mich gehauen. Rennt er mir hinterher? Ja, klar. Fuck. Wie lange dauert's, bis ich wieder zu einem Block werde? Du bist die ganze Zeit im Block. Also wenn du wegrennst, dann rennst du einfach als Block weg. Oh, die haben dich gleich. Ach, da haben die schon, okay. Ja, gerade kam dein Schwert halt. Oh ja, Gott, ich glaube, die kommen gleich zu mir. Please wait, okay. Ja, du musst ausgeportet hier? Nee, du wirst als Seeker dann eingesetzt. Ah, jetzt. Der haut den Blumentopf. Oh. Der hat die Crafting Box erwischt. Hättest du mal Meister? Da! Ey! Nein! Wie konntest du nur? Hab ich dich erwischt? Ja klar, ich bin tot. Ey, ich dachte so, okay, irgendwo da hinten. Heuballen, da muss er sitzen. So, ich sag dir jetzt nie wieder, was für ein Block ich bin. Ich habe jetzt einfach mal meine Strategie geändert und renn von denen weg. Das klappt ganz gut irgendwie. Ah, da rennt gerade ein Heuballen, aber der wird sterben. Was könnte ich sein? Nee, war's nicht du? Ich habe ihn gerade getötet. Oh. Ich glaube, hinten kann gar nichts drin sein. Ich habe auf jeden Fall gerade noch gesehen, dass ich eine Steinwand auswählen konnte. Eine Steinmauer. Warte, ich bin tot. Aber ich muss sagen, ich fand dieses Black-Modus da lustiger als die Hide and Seek. Ja, ist eigentlich Geschmackssache, ne?
Also ich muss doch irgendwo mal jemanden erwischen. Vor allem habe ich halt nur dich gefunden und niemand anderes jetzt. Was ist das für ein Geräusch die ganze Zeit? Dass man irgendwo draufhaut, das habe ich auch. Ich weiß es nicht. Heuballen. Okay, wir sollten uns vielleicht auf was anderes stürzen als Heuballen. Hau auf alles irgendwie drauf, was hier so rumsteht. Und hab ich wieder erwischt. Alles, was so ein bisschen unnatürlich aussieht. Hauen, kaputt machen. Ach, überall draufhauen. Ich hab ich ja auch erwischt. Aber du wusstest ganz genau, dass ich da nicht bin. Du hast also so, komm, ich kann mal draufhauen. Und dann hast du eigentlich nur Glück gehabt. Ja, genau, aber genau so war das. Ich wusste nicht genau, wo du bist. Aber. Ja, Heuballen, ne? Ja, klar, dass wir irgendwie in der Nähe waren. Aber. Noch zwei Leute, die sich verstecken. Ich glaube, so ein Kessel ist eine ganz sichere Art, weil da haut eigentlich so gut wie keiner drauf, ne? Ich hab immer drauf gehauen. Aber ich hau hier immer auf alles drauf. Oh, nur noch einer. Oh, das ist gleich aus. Schade. Nein, ihr kommt, wir killen ihn schon. Wir müssen ihn noch killen. Ich will ihn nicht. Ich habe auch irgendwie keine Ahnung, wo der sein könnte. Ich glaube, was hier auch ganz gut funktioniert, ist, wenn du dich einfach irgendwo hochspringst oder campst. Ende. Mit dem Schwert. Er hat als einziger als Anvil überlebt. Das ist auch geil. So, nächste Runde. Neues Glück. Mal gucken. Ich glaube, ich tarn mich diesmal in was anderes. Was einfacheres, was man eigentlich nicht so schnell finden sollte. Hoffentlich. Also ich tarn mich als Baum. Okay, es war nee, du Idiot. Es war eine sehr dumme Idee, sich hier da zu tarnen. Ach, da kommt keiner drauf. Glaub mir. Nee. Ich habe mich gerade als Holzblock getarnt und hier ist es ein bisschen dämlich. Ich habe irgendwie gerade gehofft, dass hier vielleicht irgendwie Holzblöcke sein könnten. Das merke ich auch gerade. Scheiße. Oh Gott. Einer hat sich gerade auf mich draufgestellt, glaube ich. Nein, doch nicht. Ah, hier hinten waren schon ein paar Holzblöcke, also. Ja, man muss halt echt suchen, wo man hinkommt. Ich meine, es gibt auch so Haufen mit Duke-Boxen. Ja, klar. Und innen drin waren ja auch diese. Keine Ahnung, aus Glas oder so. Aber sich als Lava zu tarnen, ist, glaube ich, die schlechteste Idee hier. Weil man ja so ein Block Lava ist und nicht unbedingt ein ganzer Lava-Fluss. Ja, da muss man sich in so ein stehendes Lava reinsetzen. Aber man kann ja nicht brennen, oder? Nee. Einfach in die Lava schmeißen. Ja, wenn es Lava geben würde. Also ich bin mit meinem Punkt eigentlich ganz zufrieden. Hat der Sieger schon überhaupt jemanden gefunden? Noch nicht. Aber da rennt einer rum. Ah, die da oben sind auf dem Berg da ein paar drauf, ne? Was für ein Berg? Karl, in der Mitte ist ein Berg. Da. Hey, der muss sie aber finden. Hey, da sind mindestens 5 Leute. Der sich bewegt. Wie bitte? Bist du ein Holzblock ganz zufällig? Der ist sich gerade auf einem Heuballen da? Achso, das bin ich. Oh, da rennt der Typ. Ja. Der hat gerade, glaube ich, eine Crafting-Box im Visier. Aber hat sie irgendwie verloren. Ich glaube, er hat dich gesehen. Nee, der probiert da gerade durch. Und, oh komm, bitte geh weiter. Er geht weiter. Ey, da war ein Lava-Block. Dreh dich um.
Da sind 4 Seeker. Wieso greift der Lava-Block nicht an? Das Nein, er greift ihn einfach nicht an. Teamkill. Die Jukebox rennt ihm hinterher. Ja, was glaubst du, wer die suizidgefährdete Jukebox ist? Du! Nein, lass mich in Ruhe. Oh Gott, hier hinten ist einer. Aber jetzt hab ich gesehen. Oh Gott. Nein, ich bin Idiot. Nein. Nein. Ey, ich will dich umbringen. Nein. Och Mann. Ey, ich hab mich jetzt gerade extra killen lassen, nur weil ich dich... Oh Mann. Nee, wir töten den Schabak. Nee. Was hat denn der sich hier bitte verkleidet? Also? Als Baum. Oh, auch als Holzstamm. Hab ich gar nicht. Doch, hab ich. Hier ist ein Jukebox, ich finde mich eh nicht. Oh, da hab ich gerade einen gesehen. Der klettert hier auf dem... Oh, ist ein Meer, oder? Ja, das sehe ich auch. Hey, what? Zum Teufel. Ey, warum rennt er? Rennen hier alle weg? Es haben halt 4 Leute auf dem Block unter mich geschlagen. Hier, links vor dir, links vor dir! Das ist eigentlich relativ schlau. Der eine stimmt hier nicht. Oh doch, der ist drauf gestorben sogar. Aber mir klar, dass das Eis hier auf jeden Fall ein Spieler sein muss. Ah, der ist tot. Einer von den Holzblöcken hier müsste eigentlich auch. Ja, der hier war eine Jukebox. Ich hätte echt nicht gedacht, dass es so gut klappt als Holzblock auf der Map. Das funktioniert sogar eigentlich. Lebst du noch? Nee, ja, klar. Ich töte den jetzt gleich. Ich werde mit dir, der steht hier irgendwo. Wo? Lol. Finde ihn! Ja, Schabak, ich weiß, dass du es bist. Also, ich lebe noch, ne, so. Ja, ach so, nee, es war. Ich weiß anderes. Nicht, wie du gerade hittest, aber. Es war Emeraldia, ja, oder wie er hieß. Mal 25 Sekunden. Was, noch 2 Sekunden, oder? Oh, das. Scheiße. Ich hab ihn. Tür den. Wenigstens er muss noch sterben. Hab schon einmal. Nein. Das gibt's nicht, ey. Hast du ihn erwischt? Ja. Sehr gut. Wenn wir schon erwischt wurden, dann nehmen wir dich mit. Aber es immerhin ist. Ey, durch die meisten Kills. Das war knapp. Ja, einer hat das Eis hier überlegt. Also. Ja, aber ich frag mich, wo, um ehrlich zu sein. Wahrscheinlich ist der ganze weggerannt oder so. Aber doch. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Das waren die paar Runden Hide and Seek. Ja, kommentiert mal, wie es euch gefallen hat. Und wir sehen uns in den nächsten Folgen. Splack oder Hide and Seek oder irgendwelche Survival Games. Auf jeden Fall was mit Minecraft. Tschüss.